herzlich begrüßen hier an der Universität Münster in der Aula des Schlosses zur Präsentation der Studie, die Sie hier oben schon angeschlagen sehen, Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker im Bistum Münster. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität und wollte Sie ganz kurz zunächst vorab so ein bisschen in den Verlauf auch dieses Abends hier einführen und Ihnen ein paar Hinweise dazu geben. Das Team der Wissenschaftlerinnen und der Wissenschaftler wird Ihnen zunächst gleich in einer etwa 45-minütigen Präsentation die Studie vorstellen. Und zwar im Ganzen auch. Und danach haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Wir haben zwei Kollegen hier, die dann auch mit Mikrofonen durch die Reihen gehen. Ich versuche das von meinem Platz aus ein bisschen im Blick zu behalten und ich verspreche Ihnen, ich versuche Sie auch der Reihenfolge, wie Sie sich melden, dranzunehmen. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir das ja auch als sogenanntes Webinar anbieten. Sprich, wir haben auch im Internet, ich habe gerade mal geguckt, schon um die 500 Zuschauer, die also auch die Möglichkeit nutzen, das übers Internet zu verfolgen. Und den Zuschauern sei auch gesagt, auch Sie können Fragen stellen im Internet. Das geht allerdings in dem Fall nur über die sogenannte Chat-Funktion, die ich gleichermaßen im Blick habe und dann ab und zu mal Fragen aus dem Internet vorlese, damit das ungefähr gleichrangig behandelt wird, die Fragen, die hier im Saal aufkommen und die Fragen, die im Internet gestellt werden. Ich hoffe auch, dass das einigermaßen gelingt. Nach der Präsentation der fünf Wissenschaftler wird Martin Schmitz, der hier vorne in der ersten Reihe sitzt, eine Einordnung, einen Kommentar zu dieser Studie abgeben. Martin Schmitz ist zum einen Betroffener und zum anderen Sprecher des Beirates, der diese Studie, die Entstehung dieser Studie über die 2,5 Jahre, die es gedauert hat, begleitet hat. Danach, wie gesagt, sind Ihre Fragen und auch Ihre Kommentare sehr erwünscht und ich hoffe, dass wir das alles gut hinbekommen. Wie Sie sehen, ist auch der Westdeutsche Rundfunk, es werden Fotos gemacht. Es ist ja eine öffentliche Veranstaltung. Wenn Sie dies bei Ihrem Wortbeitrag, was Ihr gutes Recht ist, nicht wünschen, dann weisen Sie bitte darauf hin, das respektieren wir selbstverständlich, wenn Sie das nicht möchten. Diese Veranstaltung wird auch gestreamt, wie man so schön sagt, wird also im Netz übertragen, aber ich will gleich darauf hinweisen, nur der Präsentationsteil. Und wenn Sie das morgen nochmal vielleicht oder in den nächsten Tagen nochmal nachschauen wollen, dann können Sie das auf dem sogenannten YouTube-Kanal der Westfälischen Wilhelms-Universität sich nochmal anschauen. Sie können also die Präsentation durch das Team dort sich ein zweites Mal noch zu Gemüte führen. Wir gehen davon aus, dass diese Veranstaltung ungefähr 1,5 Stunden dauern wird, 2 Stunden möglicherweise. Wir haben so ein natürliches Ende in gewisser Weise für 20 Uhr avisiert, weil wir von einigen auch gehört haben, dass sie durchaus noch ganz respektable Rückfahrten haben und wir wollen ihnen nicht zumuten, dass sie um 22 Uhr noch auf irgendeiner Autobahn festhängen unter Umständen. Also nehmen wir uns mal so Pi mal Daumen zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr vor. Das ist zumindest das, was wir hier geplant haben. Ich möchte Ihnen noch einen Hinweis geben, weil der eine oder andere von Ihnen vielleicht gesehen hat, dass auch Bischof Felix Genn und andere Beschäftigte des Bistums hier unter uns sind. Herr Genn ist genauso wie auch die anderen Beschäftigten des Bistums als Zuhörer hier. Er kennt die Studie erst seit wenigen Stunden. Sie wurde ihm erst heute Mittag überreicht. Insofern bitte ich da um Verständnis, dass Herr Genn heute nicht dafür da ist, um jetzt schon möglicherweise Kommentare abzugeben oder Interviews zu beantworten oder zu geben. Das ist heute erstmal nicht vorgesehen. Wenn ich richtig informiert bin, wird das Bistum Münster am 17. Juni eine eigene Pressekonferenz geben und da auch entsprechend ausführlich Stellung zu den Ergebnissen nehmen. Wie gesagt, noch kennt er sie gar nicht. Insofern bitte ich darum Verständnis, dass das Bistum darum gebeten hat, da noch ein bisschen Zurückhaltung walten zu lassen. Ich möchte Ihnen jetzt in aller Kürze auch das Team vorstellen, was Ihnen die Studie jetzt vorstellen wird. Ist zunächst in der Mitte jetzt Professor Dr. Thomas Groß-Bölting, der bis vor wenigen Monaten noch am historischen Seminar der WWU hier in Münster war. Mittlerweile ist er Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte an der Universität in Hamburg. Zu seiner Rechten Professor Dr. Klaus Große-Kracht, er ist Historiker und arbeitet in der Abteilung Neuere und Neueste Geschichte hier an der Universität Münster. Zur Linken von Thomas Groß-Bölting ist Dr. Bernhard Frings. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für dieses Projekt am historischen Seminar der WWU. Und auch in diesem Fall sei gesagt,
Frings, da könnte man auf bestimmte Ideen kommen. Herr Frings ist nicht mit dem Interventionsbeauftragten des Bistums Münster, Peter Frings, verwandt und auch nicht mit Josef Kardinal Frings. Dr. Nathalie Powroznik, sie ist Sozialanthropologin und war ebenfalls für dieses Projekt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der WWU. Mittlerweile ist sie wissenschaftliche Geschäftsführerin des Forschungsverbundes Kulturen des Kompromisses. Und last but not least, Dr. David Rüschenschmidt, er ist Historiker und Theologe und ebenfalls für dieses Projekt wissenschaftlicher Mitarbeiter im Historischen Seminar der WWU. Jetzt wünsche ich uns allen einen guten Verlauf, einen interessanten Verlauf und gebe als erstes das Wort an Thomas Kruspölting. Bitte sehr. Lieber Norbert, herzlichen Dank für die Einführung, für die freundliche Begrüßung und für die organisatorischen Hinweise. Auch ich, meine Damen und Herren, möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich tue das nicht nur in meinem eigenen Namen, sondern auch im Namen des ganzen Teams. Wir freuen uns über Ihr Kommen und wir freuen uns über Ihr Interesse. Und wir freuen uns über auch diejenigen, die sich jetzt im Netz zugeschaltet haben, wo wir 597 Personen, die auch per elektronischer Übertragung mit dabei sind. Was wollen wir heute tun? Wir möchten Ihnen die Ergebnisse präsentieren, die unsere Arbeit der vergangenen 2,5 Jahre hervorgebracht haben. Wir haben diese Ergebnisse zusammengefasst in 2 Büchern, Macht und sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Sie sehen das hinten an die Leinwand projiziert. Betroffene, Beschuldigte und Vertuscher im Bistum Münster seit 1945. Und ein zweites Buch, Die schuldigen Hirten, Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Das sind die Titel der heute veröffentlichten Bücher, mit denen wir auf der einen Seite eine quantitative und qualitative Beschreibung und Analyse von sexuellem Missbrauch durch Kleriker im Bistum Münster liefern wollen und auf der anderen Seite eine Einordnung dieser Ergebnisse in eine umfassendere bundesdeutsche, in Teilen sogar globale Geschichte des Missbrauchs in der katholischen Kirche. Wir haben gestern ein sehr intensives Gespräch gehabt, den Nachmittag und den frühen Abend über mit 70 betroffenen Frauen und Männern, die wir die Ergebnisse dieser Studien zuerst präsentieren wollten. Wir haben darauf heute Morgen von 10 bis 12 die Pressevertreterinnen und Pressevertreter informiert, um dann um 12 Uhr tatsächlich auch an betroffenen Vertreterinnen und Vertreter, wie auch im Bischof Felix Genn, die Bücher entsprechend zu übergeben. Und wir freuen uns, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, mit Ihnen diese Ergebnisse zu präsentieren, mit Ihnen aber auch darüber zu sprechen. Ich möchte, damit Sie eine Vorstellung haben von unserer Studie, zunächst 2 Bemerkungen machen zu unserer Arbeitsweise, wie auch einen Transparenzhinweis geben. Im Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen, die Dunkelfeldstudien betreiben und vor allem mit anonymen, großflächigen Umfragen arbeiten, haben wir eine Hellfeldstudie angefertigt. Also ganz einfach gesagt, wir haben uns auf die Taten sexuellen Missbrauchs konzentriert, die empirisch nachweisbar sind. Und wir haben für diese empirischen Nachweise 2 Säulen herangezogen. Und die erste dieser Säulen ist die kirchliche Aktenüberlieferung. Wir haben vor dem Start des Projekts sehr intensiv und sehr konstruktiv mit dem Bistum darüber verhandelt, wie die Unabhängigkeit dieser Forschungsarbeit gewährleistet sein kann und wie auch der direkte und unverstellte Zugang zu den Akten, zu den Informationen des Bistums möglich ist. Und aus der Erfahrung der vergangenen 2,5 Jahre möchte ich berichten, dass das Bistum die zugesagte Offenheit und Unterstützung für unsere Studie vollumfänglich und konstruktiv erfüllt hat. Das war eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir Ihnen heute solide abgesicherte Ergebnisse präsentieren können. Die 2. Säule, auf der unsere Studien basieren, sind Informationen über Taten, von denen uns über 60 Frauen und Männer, die von sexuellem Missbrauch durch Kleriker im Bistum Münster betroffen waren, berichtet haben. Und diese Interviewpartnerinnen, diese Interviewpartner waren uns viel mehr als nur Pfadfinderinnen und Hinweisgeber für die Akten, die wir dann anzugucken haben. Sie haben mir und uns die vielen Dimensionen des Missbrauchs beigebracht, nachdrücklich geschildert und haben uns gezeigt, wie breit Missbrauch nicht nur ein individuelles Leben, sondern auch in die Kirche, in die Gesellschaft hineinwirken kann.
Und es war für uns diese sehr eindrückliche Lernerfahrung aus diesen über 60 Gesprächen, aus der heraus wir uns dann entschlossen haben, 12 dieser Fallgeschichten an den Anfang unserer Studie zu stellen. Wir haben also 12-mal Geschichten rekonstruiert aus den Akten, aus den Erzählungen der Betroffenen. Wir haben das nach einem gewissen Proporz getan, indem wir die Jahrzehnte unseres Untersuchungszeitraums abgedeckt haben, indem wir die verschiedenen Regionen des Bistums berücksichtigt haben und indem wir auf diese Art und Weise auch verschiedene Tattypen in den Mittelpunkt gestellt haben. Gerade in diesem Erzählzusammenhang schließen diese Geschichten die ganze Bandbreite des Missbrauchsgeschehens auf, von den Tathergängen im engeren Sinne, über die Biografien von Betroffenen und von Tätern, bis hin zu den großen systemischen Zusammenhängen der katholischen Kirche, die den Missbrauch begünstigten und dessen Vertuschung beförderten. Dafür, dass wir das tun konnten, dafür bedanken wir uns ganz ausdrücklich bei denjenigen, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Die dritte Vorbemerkung, meine Damen und Herren, ist ein Transparenzhinweis. Wir haben gestern, wie gesagt, eine Veranstaltung gehabt mit Betroffenen, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Gruppe ein gewisses Anrecht darauf hat, von unseren Ergebnissen als erstes zu erfahren. Und zweitens zählt auch dazu, dass das Bistum Münster, Bischof Genn persönlich, wie auch andere mit dem Missbrauchgeschehen Beauftragte, da sehr darauf bestanden haben und mit Nachdruck darauf bestanden haben, großen Wert darauf gelegt haben, von den Ergebnissen dieser Studie, wie sie alle tatsächlich erst heute zu erfahren. Und ich glaube auch, dass uns beide Ziele, nämlich die Betroffenen zuerst zu informieren, wie auch das Bistum Münster erst heute mit der allgemeinen Öffentlichkeit über diese Ergebnisse zu unterrichten, dass uns das gelungen ist umzusetzen. Aber es gibt eine kleine Irritation dabei. Gegen die klare Absprache, dass die Studie erst heute veröffentlicht wird, ist eines der vorbestellten Bücher über einen Buchhändler bereits vorher ausgeliefert worden. Und der Käufer dieses Buches hat Fotos von Inhaltsverzeichnis und von Personenregister gemacht und diese Abbildungen anschließend an 2 Mitarbeiter des Bistums Münster geschickt. Beide Mitarbeiter haben sich unmittelbar bei mir gemeldet, mir davon berichtet und diese Dateien gelöscht. Weitere Löcher in dieser Informationskette, so meine Beobachtung, auch die Beobachtung von Klaus Großeklacht, und glauben Sie mir, wir haben die Augen da tatsächlich weit offen gehabt. Weitere Löcher in dieser Informationskette hat es unseres Erachtens nicht gegeben. Und auch wenn ich dieser Episode nur wenig Bedeutung beimesse, wollte ich Ihnen diese Randnotiz kurz mitgeteilt haben, damit Sie transparent wissen, unter welchen Umständen unsere Arbeit stattgefunden hat. Nun aber, was Sie jetzt in den nächsten Minuten erwartet, sehen Sie auf der eingeblendeten Gliederung. Wir werden Ihnen vorstellen, wie viel, auf welche Weise und in welchen kirchlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen sich sexueller Missbrauch durch Kleriker im Bistum Münster und in der katholischen Kirche insgesamt ereignet hat. Wenn ich mich da ganz kurz, Entschuldigung, Herr Großeklacht, noch mal eben zwischenmelden möchte, ich habe einen wichtigen Hinweis vergessen. Die Studie können Sie über die Homepage der Universität Münster als PDF frei runterladen. Also jede von Ihnen hat die Gelegenheit, das kostenlos diese Studie zur Verfügung zu bekommen. Und unten ist auch gleich ein Bücherstand aufgebaut, wo Sie die beiden Bücher, die Sie gerade gesehen haben, käuflich erwerben können. Sie müssen also nicht zwingend jetzt mitschreiben, sondern können, wenn Sie das wollen, über ein PDF, über eine Datei oder eben über die Bücher nachher dann noch käuflich erwerben. Herr Großeklacht. Meine Damen und Herren, bei der Vorstellung der MHG-Studie im September 2018 gab das Bistum Münster an, man habe für die Zeit zwischen 1946 und 2015 Hinweise auf 138 beschuldigte Kleriker und 450 betroffene Personen gefunden. Diese Zahlen konnten wir deutlich nach oben korrigieren. Wir gehen von mindestens 196 Beschuldigten und etwa 610 Betroffenen aus. Das sind über ein Drittel mehr, als die MHG-Studie zutage gefördert hat. Im Einzelnen sind wir Hinweisen auf 275 Kleriker nachgegangen und haben überprüft, erstens, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt in der Personalverantwortung des jeweiligen Bischofs von Münster stand. Zweitens, die mutmaßliche Tat im Zeitraum zwischen 1945 und 2020 stattgefunden hat. Und drittens,
die betroffene Person zum Tatzeitpunkt unter 18 Jahren alt war. Nach diesen strengen Kriterien ergab sich die genannte Zahl von 196 beschuldigten Klerikern, einschließlich eines ständigen Diakons und 12 Ordensbrüder. Für die Gruppe der Priester haben wir dementsprechend 183 Beschuldigte ermittelt. Das entspricht 4,17% aller Priester, die zwischen 1945 und 2020 unter der Personalverantwortung des Bischofs von Münster standen. Fasst man die Kriterien weiter und schließt auch jene Beschuldigten mit ein, die entweder vor oder nach ihrer Tätigkeit im Bistum Münster eine Tat begangen haben oder deren Beschuldigung erst nach 2020 bekannt geworden ist, erhöht sich die Zahl der Priester um 14 weitere Personen. Insgesamt ist dann von 210 beschuldigten Klerikern auszugehen, das heißt von 4,49% aller Priester im Bistum Münster, während des Untersuchungszeitraums. Zur Anzahl der Taten pro Beschuldigten lässt sich sagen, dass wir es keineswegs nur mit Einzeltaten zu tun haben. Zudem gibt es in 40% der uns bekannt gewordenen Fälle mehr als eine betroffene Person. In etwa 5% der Fälle können wir von regelrechten Serientätern sprechen, mit mehr als 10 betroffenen Minderjährigen. Hinweise auf eine strafrechtliche Verurteilung oder die Erteilung eines Strafbefehls haben wir bei lediglich 15 beschuldigten Klerikern gefunden. Das heißt, über 90% der Beschuldigten erfuhren keine strafrechtlichen Konsequenzen. Der zeitliche Schwerpunkt des Tatgeschehens liegt zwischen Mitte der 1950er und Anfang der 1980er Jahre. Ein Einfluss der sogenannten sexuellen Revolution Ende der 1960er und während der 1970er Jahre auf das Missbrauchsgeschehen, wie häufig angenommen wird, lässt sich nicht feststellen. Im Gegenteil, die Anzahl der Ersttaten geht seit Mitte der 1960er Jahre bereits zurück, Ersttaten und Folgetaten seit Mitte der 1970er Jahre. Aber auch in den letzten zwei Jahrzehnten kam es noch zu mutmaßlichen Missbrauchsfällen, auf die wir Hinweise gefunden haben. Wir gehen von 610 betroffenen Personen aus, die als Minderjährige von einem Kleriker des Bistums Münster zwischen 1945 und 2020 sexuellen Missbrauch erleiden mussten. Ausgewertet haben wir Angaben zu 353 Betroffenen, aus denen sich dann Hinweise auf weitere Betroffene ergeben haben, sodass wir insgesamt auf diese Zahl geschlossen haben. Die Zahl der 610 Betroffenen stellt aber lediglich das Hellfeld dar. Das Dunkelfeld schätzen wir unter Berücksichtigung vergleichbarer Studien um etwa das 8- bis 10-fache höher, was etwa 5.000 bis 6.000 betroffenen Mädchen und Jungen entspricht. Eine Aussage dazu, wie viele Einzeltaten begangen wurden, ist nur annähernd möglich. Nach den Informationen aus den Akten und den Angaben der Betroffenen schätzen wir, dass die 610 von uns ermittelten Betroffenen mindestens 5.700 mutmaßliche Einzeltaten sexuellen Missbrauchs erleiden mussten. Mit Blick auf die zeitliche Verteilung bedeutet dies, dass zumindest in den Jahrzehnten mit einem hohen Tatgeschehen, also die 1960er und 1970er Jahre, durchschnittlich etwa 2 Einzeltaten pro Woche im Bistum Münster geschehen sind. Und auch hier dürfte die Dunkelziffer wesentlich höher liegen. Werfen wir einen Blick auf die Geschlechterverteilung, so sehen wir, dass 3/4 der Betroffenen männlichen Geschlechts sind, aber immerhin auch fast 1/4 Mädchen waren. Ein Großteil der Betroffenen erlitt die erste Missbrauchstat zwischen dem 10. und dem 14. Lebensjahr. In diesen Jahren waren sie, zumindest die Jungen, durch den Ministrantendienst zumeist eng an die Kirche gebunden. Insgesamt zeigt sich in über 50% der Fälle, dass die kirchliche Bindung der Betroffenen zum Tatzeitpunkt sehr eng war. Dementsprechend erfolgte die Anbahnung der Taten des sexuellen Missbrauchs in ebenfalls knapp 50% der Fälle über die kirchliche Jugendarbeit wie Messdienertätigkeit
oder kirchliche Ferienlager. In etwa 10% der uns bekannten Missbrauchsfällen war es zudem die konkrete seelsorgliche Situation, etwa der Empfang des Bußsakraments, die zur Anbahnung genutzt wurde. Bei 296 der von uns untersuchten 353 Betroffenen, also bei über 80%, kam es zu sogenannten Hands-on-Handlungen. Davon in circa 3/4 der Fälle zu massiven Missbrauchstaten, wie die Berührung der Genitalien unterhalb der Kleidung, Masturbation und auch Penetration. In mindestens 43 Fällen übten die Missbrauchstäter zudem starke körperliche Gewalt aus. Der erlittene Missbrauch blieb nicht ohne langfristige Lebenseinbußen und Traumatisierungen für die Betroffenen. Die selbstempfundenen psychischen Folgen reichen von Schuldgefühlen über Angststörungen hin zu Depressionen und Suizidgedanken. Bei 27 Personen haben wir Hinweise auf Suizidversuche gefunden. Marvin, ich warte noch auf die nächste Folie. Ah ja, gut, super. Diese Grafik, die wir hier sehen, auf die ich gerade gewartet habe, zeigt uns, wie viele Ersttaten im jeweiligen Jahrzehnt stattgefunden haben und wie viele Meldungen beim Bistum eingegangen sind. Dabei konnten die Taten durch die Betroffenen selbst gemeldet werden, wie das etwa in 2/3 der Fall war, oder sie erfolgten durch Angehörige, durch ZeugInnen, KirchenmitarbeiterInnen oder die Staatsanwaltschaften. Man sieht, dass ein Großteil der Meldungen, nämlich 201, das Bistum erst im Jahr 2010 oder in den Jahren danach erreichte. Häufig wurden die Taten mit einem großen zeitlichen Abstand gemeldet. 162 Meldungen gingen erst mehr als 30 Jahre nach den ersten Übergriffen ein. Dennoch waren dem Bistum nachweislich bereits vor dem Jahr 2000 rund 100 Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt. Von Einzelfällen, von denen Bischof Lettmann auf eine Medienanfrage im Jahr 2002 sprach, kann also keine Rede sein. Die Bischöfe waren über diese Vorkommnisse durchaus breit informiert. So liegen uns für 145 Missbrauchsfälle schriftliche Belege dafür vor, dass die Bischöfe persönlich von diesen Übergriffen ihrer Priester erfahren haben. Dennoch spiegeln diese Zahlen wohl nicht den realen Kenntnisstand wider, denn wir haben in den Quellen Hinweise darauf gefunden, dass es in der Bistumsleitung eine ausgeprägte Präferenz für mündliche Absprachen gab. Wir gehen deswegen davon aus, dass die Bischöfe über die eingehenden Fälle mindestens summarisch informiert waren, auch wenn wir keine schriftlichen Belege dafür gefunden haben. Sie gelten uns deswegen als Letztverantwortliche, auch wenn die konkrete Behandlung eines Falls oder die Information darüber bei einem anderen Mitglied der Bistumsleitung lag, etwa beim Generalvikar, bei einem Weihbischof oder beim Personalchef. Wie waren nun die Reaktionen der Bistumsleitung gegenüber den Beschuldigten? In den Akten finden sich für 126 Fälle Hinweise, ob und wie die Bistumsverantwortlichen darauf reagierten. Bei 48 Vorwürfen reagierte das Bistum nicht. In nachweislich 33 Fällen wurden die beschuldigten Priester beurlaubt oder mussten sich in eine Kur oder in ein Kloster begeben. 28 wurden vorläufig suspendiert. Bei 17 folgten andere Maßnahmen, wie etwa die Aufforderung, bei der Kinder- und Jugendarbeit auf angemessene Distanz zu achten. Schriftliche Auskünfte über den weiteren seelsorglichen Einsatz der beschuldigten Priester liegen für 107 Meldungen vor. Nur 12 dieser Beschuldigten wurden in den Ruhestand geschickt, wohingegen 45 in ihrer Gemeinde bleiben konnten. Von den insgesamt 46 versetzten Geistlichen wurden 10 in ein anderes Bistum und 10 in einen anderen Bistumsteil versetzt. Solche Versetzungen sollten die Priester aus der Schusslinie nehmen. Wie die Karte zeigt, haben wir uns auch bemüht, die bekannten Tatorte des sexuellen Missbrauchs
darzustellen. Betrachten wir die räumliche Verteilung der Taten für den Zeitraum von 1945 bis 2020, so zeigt sich, dass sexueller Missbrauch in der Diözese nahezu flächendeckend war. Auch handelt es sich ganz klar nicht um Einzelfälle. Die Karte macht deutlich, dass es kaum ein Dekanat gegeben hat, in dem es seit 1945 nicht zu Fällen des sexuellen Missbrauchs gekommen ist. Wie kam es nun zu diesen desaströsen Zuständen? Die zentrale Verantwortung hierfür sehen wir, David Rüschenschmidt hatte es gerade schon gesagt, bei den Personalverantwortlichen des Bistums, den Bischöfen, Weihbischöfen, Generalvikaren und Personalchefs. In unserem Buch haben wir zur Bewertung ihres Verhaltens die im rechtswissenschaftlichen Gutachten zur Erzdiözese Köln aufgestellten 5 Pflichtenkreise zugrunde gelegt. Im Einzelnen sind dies erstens die Pflicht der Aufklärung, zweitens der Information, der Weitergabe der Information, drittens der Sanktionierung, also der Bestrafung, viertens, und das ist ganz wichtig, der Verhinderung, also der Prävention neuer Taten und fünftens der Betroffenenfürsorge. An dieser Stelle können wir nicht jede Verfehlung und jedes kritikwürdige Verhalten der kirchlichen Amtsträger nennen, das in unserer Studie dokumentiert ist. Aber wir wollen einige Schlaglichter werfen, die das Versagen der Personalverantwortlichen in den jeweiligen Bischofsamtszeiten deutlich werden lassen. In der Amtszeit von Bischof Michael Keller lassen sich mehrere Fälle feststellen, in denen kirchliche Akteure skandalvermeidend oder mitunter strafvereitelnd agierten. Ein Strafprozess gegen Josef Hermes, damals Propst von Vechta, wurde im Jahr 1951 nicht am zuständigen Gericht in Oldenburg geführt, sondern an den Niederrhein verlegt und in Kleve verhandelt. Das Ziel dieser Verlegung war eindeutig, den Prozess gegen einen Geistlichen dem Blick der lokalen Öffentlichkeit zu entziehen. Der Priester wurde in diesem Prozess wegen attestierter, verminderter Schuldfähigkeit freigesprochen und später wieder in der Gemeindeseelsorge eingesetzt. Ein Betroffener, der beim Prozess anwesend war und sich 2010 meldete, nannte den Prozess rückblickend eine Farce. Ein anderer Priester, namens Anton Ingenhag, wurde nach mutmaßlichen Missbrauchstaten in den späten 1940er Jahren im Jahr 1952 lediglich versetzt. Als die Staatsanwaltschaft 2 Jahre später dennoch Ermittlungen einleitete, flüchtete Ingenhag mit Duldung des Generalvikariats ins Ausland und ließ sich in Österreich nieder. Der Generalvikar Laurenz Böggering bemühte sich darum, dass der Staatsanwalt das Verfahren einstellen sollte. Dies gelang ihm schließlich 1958, indem der Leiter des katholischen Büros in Bonn, Prälat Wilhelm Böhler, beim Vorgesetzten des Staatsanwalts intervenierte. Generalvikar Böggering und Prälat Böhler vereitelten also die Strafverfolgung. Ebenfalls strafvereitelnd agierte die Bistumsleitung in der Amtszeit von Josef Höfner, so etwa im Fall von Kurt Josef Wilewski. Dieser Priester beging Missbrauchstaten in den Jahren von 1958 bis 1961, wurde aber erst im Jahr 1969 verurteilt. Zuvor entzog er sich über Jahre dem Zugriff der Justiz mit dem Wissen und der Billigung der Bistumsleitung. Soweit uns ersichtlich ist, empfahl Bischof Josef Höfner auf einer Sitzung des Zweiten Vatikanischen Konzils im Jahr 1962 einem österreichischen Amtsbruder den Wiedereinsatz Wilewskis. Dabei wusste Höfner sowohl von den Missbrauchstaten als auch von den laufenden Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden. Ein weiterer Fall aus der Amtszeit Höfners betrifft den Studienrat und Priester Heinrich Werder. Er wurde nach einer Verurteilung nach den Paragraphen 174, 175 und 176 Strafgesetzbuch auf Bitte des Bischofs Höfner ins Erzbistum Freiburg versetzt. Seinem dortigen Amtsbruder gegenüber erwähnte er lediglich eine Verurteilung wegen homosexuellen Handlungen, also Paragraph 175. Was Höfner dabei verschwieg, Werder war auch wegen Missbrauchs Minderjähriger und wegen Missbrauchs Schutzbefohlener verurteilt worden. Ein drittes Beispiel ist schließlich Alwin Bokern.
Der im Jahr 1961/62 verurteilte Missbrauchstäter war 2 Jahre in Haft und wurde danach für kurze Zeit in einem anderen Bistum eingesetzt. 1967 wurde er von Bischof Höffner wieder in der Gemeindepastoral verwendet und 1969 zum Pfarrer ernannt. Er musste sich also weder einem kirchenrechtlichen Strafverfahren noch anderen Sanktionierungen oder irgendwelchen Kontrollen stellen. Nachdem Höffner 1969 zum Erzbischof von Köln ernannt worden war, folgte ihm Heinrich den Humberg auf dem Bischofsstuhl in Münster. Zu dieser Zeit bekleidete er bereits seit 20 Jahren Leitungsämter auf Diözesanebene. So war er auch über ältere Missbrauchsvorwürfe informiert. Doch auch den Humberg setzte Geistliche, die wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden waren, ohne große Bedenken weiterhin in der Pfarrseelsorge ein. Meist reichte ihm als Voraussetzung eine therapeutische Begleitung. Dies galt nicht zuletzt für den aus der Erzdiözese Köln kommenden Pfarrer A., der ebenso wie Ten Humberg der Schönstattbewegung angehörte. 1973 ermöglichte Ten Humberg ihm auch gegen den Rat des Diözesanvertrauensarztes einen Neuanfang in einer Gemeinde des Bistums. Obwohl A. wenige Monate später wegen mutmaßlich erneuter Übergriffe in Untersuchungshaft kam, konnte er schon bald wieder über mehrere Jahre regelmäßig Aushilfstätigkeiten in einer anderen Pfarrei übernehmen und dort mutmaßlich weitere Missbrauchstaten begehen. Gleiches gilt für den Priester und Intensivtäter Heinz Pottbecker. 1968 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, erhielt er umgehend eine neue seelsorgliche Aufgabe. Als 1973 erneut Vorwürfe aufkamen, stand nur ein Stellenwechsel an. Auf seiner Pfarrstelle bleiben konnte sogar der Priester Theo Wehren, nachdem er 1976 immerhin wegen Missbrauchs in 20 Fällen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Der bereits erwähnte Kurt Josef Wileski erhielt nach seiner Haft mit Zustimmung von Generalvikar Reinhard Lettmann in Argentinien eine neue seelsorgliche Beschäftigung, bei der er sich vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit engagierte. Ein weiteres Beispiel für verantwortungslose Personalentscheidungen Ten Humbergs bei Missbrauchsvorwürfen ist zudem Pfarrer Franz N. Er wurde Anfang der 1970er Jahre beschuldigt, Jungen eines Kinderheims missbraucht zu haben. Nach einer Auszeit versetzte ihn der Bischof stillschweigend von Münster nach Delmenhorst, wo er später sogar dächernd wurde und mutmaßlich über 15 Jahre lang weitere Missbrauchstaten beging. Als Ten Humberg 1979 starb, wurde Reinhard Lettmann Bischof in Münster. Lettmann gehörte als Generalvikar bei sowie Diözesanbischof mehr als 40 Jahre zur unmittelbaren Bistumsleitung und war immer wieder mit Fällen sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Dazu zählte über den gesamten Zeitraum der schon erwähnte Mehrfachtäter Heinz Pottbecker, ohne dass Lettmann diesen konsequent aus der Seelsorge nahm. 1983 beschwerte sich ein Vater massiv über den in Neuscharrel bereits hinter vorgehaltener Hand als Grabbelpastor bezeichneten Pfarrer Helmut Behrens. Doch Weihbischof Max-Georg Freier von Twickel verhinderte, mutmaßlich im Zusammenspiel mit dem zuständigen Staatsanwalt, die Strafverfolgung. Nach weiteren Vorfällen drängte Lettmann Behrens zur Laisierung, um das Ansehen der Kirche zu schützen. Dagegen nahm Lettmann Ende der 1980er Jahre einen von uns M genannten Pfarrer, der in seiner Heimatdiözese wegen mutmaßlichen Missbrauchs eines 16-jährigen Jungen exkommuniziert worden war, nach dessen Rehabilitierung im Bistum Münster auf. Schon bald wurde M. nicht nur in der Pfarrseelsorge eingesetzt, sondern sogar mit Eheannullierungsverfahren am Offizialat beauftragt. Als der Bistumsleitung dann Übergriffe gemeldet wurden, erwirkte Weihbischof Josef Voss eine Verschwiegenheitserklärung der Betroffenen. Voss war Anfang der 1990er Jahre neben Weihbischof Heinrich Jansen und Personalchef Theodor Buckstegen auch mutmaßlich in den Fall des Pfarrers Alfred Ahlberg involviert.
Albeck hatte ihm vorgeworfene Missbrauchstaten zugegeben, wurde aber von Lettmann ohne jegliche Sanktionen in der Pfarrseelsorge belassen. Etwa zur gleichen Zeit hatte Lettmann ein persönliches Gespräch mit einem 5 Jahre zuvor von einem Diözesanpriester mutmaßlich mehrfach missbrauchten Betroffenen. Eine Anzeige und damit einen etwaigen Skandal verhinderte er mit den Worten: Das ist ja nur schmutziges Wäschewaschen. Dabei wussten Bistumsverantwortliche wie Regens Franz Kamphaus und Personalchef Werner Tissen bereits vor der Priesterweihe des Beschuldigten, dass dieser schon in anderen Kontexten mutmaßlich Übergriffe begangen hatte. Nach dem Rücktritt von Reinhard Lettmann Ende März 2008 leitete zunächst Weihbischof Franz Josef Overbeck als Diözesanadministrator die Geschicke des Bistums. Am 29. März 2009 trat dann der bisherige Bischof des Bistums Essen, Felix Genn, das Amt des Diözesanbischofs an. In dieser Zeit wurden wichtige Schritte unternommen, um den kirchlichen Umgang mit Missbrauchsfällen im Bistum Münster, dem von Rom und der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Regelwerk, anzupassen. Gleichwohl kam es auch in dieser Zeit zu Vorgängen, die uns kritikwürdig erscheinen. So entschied Weihbischof Overbeck im Mai 2009 den Fall des oben bereits erwähnten Offizialatsmitarbeiters M. aus den 1990er Jahren nicht der Missbrauchskommission des Bistums vorzulegen. Er folgte damit dem Rat des bischöflichen Beauftragten für Fälle des sexuellen Missbrauchs, Hans Döing. Die anderen beiden Mitglieder der Kommission, zwei Laien, zwei Frauen, erfuhren also nichts. Die zugrunde liegenden Missbrauchsvorwürfe aus dem Jahr 1997 sind bis heute nicht vollständig aufgearbeitet worden. Auch Genn selbst brauchte zu Beginn seiner Tätigkeit in Münster eine längere Phase, um seiner Verantwortung auf dem Gebiet der Intervention und Prävention gerecht zu werden. Das zeigt sich etwa in Konflikten mit der eben bereits erwähnten kirchlichen Missbrauchskommission. So bewerteten beispielsweise Bischof und Kommission den Fall eines Diakons unterschiedlich, der im Besitz von Missbrauchsabbildungen Minderjähriger war. In seinen ersten Jahren im Bistum Münster tendierte Genn nach unserer Einschätzung dazu, Missbrauchstätern, sofern sie Reue zeigten, kirchenrechtlich nicht immer mit der gebotenen Strenge zu begegnen. So wurde in einem Fall auf ein förmliches Strafdekret verzichtet, obwohl Rom dem Bischof dazu die Möglichkeit geboten hatte. In zwei weiteren Fällen wurde nach Aktenlage zudem versäumt, Rom überhaupt in Kenntnis zu setzen. Im Gespräch mit uns hat Bischof Genn eingeräumt, in seinen ersten Jahren in Münster gegenüber Beschuldigten zu sehr als Seelsorger und zu wenig als Dienstvorgesetzter gehandelt zu haben. Letztlich haben wir den Eindruck gewonnen, dass auch nach 2010 nicht immer konsequent gehandelt wurde. So fragen wir uns beispielsweise, warum es Weihbischof Stefan Zekorn zuließ, dass ein beschuldigter Priester, vermutlich im Jahr 2015, bei einer Firmung gemeinsam mit ihm konzelebrierte, obwohl Zekorn die Anschuldigung und das Zelebrationsverbot damals bekannt waren. Dass er durch dieses Verhalten die Betroffene schützen wollte, wie er uns gegenüber angegeben hat, überzeugt uns nicht. Seit einigen Jahren sehen wir allerdings den Übergang zu einer konsequenteren Befolgung der geltenden Regelungen. So hat die kirchliche Haltung gegenüber Tätern und Beschuldigten deutliche Fortschritte gemacht und entspricht gegenwärtig nach unserem Ermessen den Richtlinien. Allerdings ist uns im Hinblick auf den Umgang mit Betroffenen wiederholt zum letzten Mal gestern Nachmittag deutlich signalisiert worden, dass es auch weiterhin zu Kommunikationsschwierigkeiten bis hin zu tiefen Verletzungen und Retraumatisierungen durch das Verhalten kirchlicher Ansprechpartner und des Führungspersonals des Bistums gekommen ist und kommt. Die Missbrauchstaten im Bistum Münster gingen häufig mit der gezielten und planvollen Manipulation durch die Beschuldigten einher.
Das war den Tätern deswegen möglich, weil die Betroffenen in der Regel eine starke Bindung an die katholische Kirche hatten und sich als Messdiener oder in Jugendgruppen engagierten. So konnten die klerikalen Täter in vielen Fällen das Verbrechen zu einer gottgefälligen Tat umdeuten. Meistens waren und sind die Minderjährigen nicht in der Lage dazu, die erlebten Taten mitzuteilen. Vermittelte und indirekte Signale blieben durch potenzielle Helferinnen und Helfer und das soziale Nahfeld häufig unbemerkt. Andere Betroffene setzten aufgrund der Autorität des Täters voraus, dass ihnen nicht geglaubt würde, und unternahmen so vielfach gar nicht erst den Versuch einer Mitteilung. Viele Betroffene offenbarten sich daher erst im Erwachsenenalter, häufig nach langjährigen Auseinandersetzungsprozessen und nicht selten mit der Hilfe therapeutischer Begleitung. Eine deutliche Zäsur war das Jahr 2010. Jetzt zeigt sich, dass Meldungen anderer Betroffener sowie die mediale Thematisierung zahlreiche Betroffene dazu veranlasste, nun auch ihre eigene Geschichte zu artikulieren, im privaten Umfeld oder auch in einem öffentlichen Kontext. Ab dem gleichen Jahr gab es auch in Deutschland die ersten Betroffenen-Netzwerke. Im Bistum Münster schlossen sich Betroffene im Jahr 2018 zusammen. Eine Einrichtung eines betroffenen Beirats auf der Diözesanebene kam im Bistum Münster hingegen nicht zustande, da sich die Betroffenen keinem Auswahlverfahren stellen wollten, das durch die Diözese durchgeführt worden wäre. Es sind und waren gerade die Betroffenen, welche durch ihren Druck auf das Bistum den Prozess der Aufarbeitung beförderten. In zahlreichen Gesprächen mit den Betroffenen haben wir den Eindruck gewonnen, dass dieses Engagement erheblich dazu beigetragen hat, dass sie ihre vormalige Sprachlosigkeit überwunden und ein neues Selbstbewusstsein im Umgang mit den erfahrenen Verletzungen gewonnen haben. Wenn wir jetzt einen Blick wieder auf die Kirche als Institution in Deutschland und im Bistum Münster werfen, können wir hier im Jahr 2002, 2003 bedeutsame Veränderungen feststellen. Nach den Enthüllungen des Boston Globe im Jahr 2002 über Missbrauch und Vertuschung in den USA und ersten Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz im selben Jahr wurde im Februar 2003 mit dem Moraltheologen und Priester Bernhard Frahling erstmalig ein Beauftragter für Fälle sexuellen Missbrauchs im Bistum Münster ernannt. Insbesondere dessen Arbeitsstab agierte in den Folgejahren erstmals nach ordentlichen Verfahrensweisen, wenn der Bistumsleitung Missbrauchsfälle gemeldet wurden. Das war zwar keine Revolution, aber doch eine bedeutsame Veränderung, denn ab jetzt hatte sexueller Missbrauch eine institutionelle Adresse im Raum der Kirche und es gab eine formale Zuständigkeit. Im Jahr 2008 folgte der Priester und ehemalige Regens Hans Döing auf den Moraltheologen und leitete von nun an die sogenannte Kommission für Fälle sexuellen Missbrauchs. Ab dem Jahr 2010 wurden auch in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit die Dimensionen des Missbrauchs in der Kirche zunehmend bekannt. Auch im Bistum Münster meldeten sich innerhalb weniger Monate im Jahr 2010 über 60 Betroffene. Zugleich kündigte die Kommission Anfang des Jahres ihren Rücktritt an aufgrund von Differenzen mit der Bistumsleitung. Ab dem Jahr 2010-2011 wurden seitens der Deutschen Bischofskonferenz die Verfahren zur Anerkennung des Leids eingeführt. So konnten Betroffene finanzielle Zahlungen, immerhin bis 5.000 Euro, sowie Therapiebeihilfen und andere Unterstützungsmaßnahmen erhalten. Zugleich implementierte das Bistum Münster Präventionsschulungen, die fortan für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in Kontexten der Gemeinde- und Jugendarbeit, auch für Priester, verpflichtend waren. 2011 gab es außerdem mehrere Personalwechsel in der Kommission. Als deren Vorsitzender folgte der Jurist Norbert Große-Hünfeld auf den Priester Döing. So sinnvoll der Schritt war, einen Laien zum Beauftragten zu ernennen, ergaben sich doch Konflikte zwischen unterschiedlichen Sichtweisen. Gegenüber dem betroffenen orientierten Selbstverständnis der Leistung in Anerkennung des Leids
das den meisten Kommissionsmitgliedern vertreten wurde, betonte der Jurist mit Rückendeckung des Bischofs Genn das Prinzip im Zweifel für den Angeklagten. Über diesen Konflikt, der sich an einem Fall speziell im Jahr 2014/15 besonders entzündete, kam es schließlich zur Auflösung der Kommission und zur Absetzung Große Hünfelds. Doch bis heute scheint die Bearbeitung dieses Falls im Umgang mit der Betroffenen katastrophal, aber auch kirchenrechtlich mangelbehaftet gewesen zu sein. Nach der Auflösung der Kommission im Jahr 2016 und einer Übergangszeit in den Jahren 2017 und 2018 wurde schließlich im Jahr 2019 ein hauptamtlicher Interventionsbeauftragter ernannt. Wie lassen sich diese Entwicklungen der letzten 20 Jahre bewerten? Zweifellos stellen sie strukturelle Verbesserungen dar. Allerdings, würde ich sagen, waren die Triebkräfte dafür nur zu einem geringen Teil im kirchlichen Bereich selbst angesiedelt. Stattdessen ergaben sie sich aus dem Druck der Betroffenen, und hier schließe ich an meine Kollegin Nathalie Pofrosnik an, aus dem Druck der Medien und der Öffentlichkeit. Insofern waren die Lernprozesse weniger intrinsisch motiviert, als vielmehr von außen erzwungen. Und diesen strukturellen Verbesserungen zum Trotz sind die Fälle dennoch zahlreich, in denen das Bistum Münster den individuellen Schicksalen, den Bedürfnissen und den Leiterfahrungen der Betroffenen nicht gerecht wurde. Wir haben Ihnen, meine Damen und Herren, bis zu dieser Stelle viel gesagt, berichtet über Quantitäten, über die jeweiligen Bischofsregentenzeiten, über Strukturen innerhalb der katholischen Kirche. Wir sind aber diese Studie nicht angegangen als Sozialwissenschaftlerinnen und Juristen, sondern wir haben uns vielmehr als Sozialanthropologin und Historiker darum bemüht, auch die kulturhistorischen Zusammenhänge auszuleuchten. Wie versteht sich Kirche von den 1950er Jahren bis heute selbst? Wie verändern sich die pastoralen Zusammenhänge? Und wie hängen diese Veränderungen mit sexuellem Missbrauch und der Vertuschung entsprechend zusammen? Wir glauben, dass wir auf diese Weise nicht nur die formalen und institutionellen Strukturen in den Blick bekommen, sondern auch mentale und kulturhistorische Wandlungen entsprechend dort in Rechnung bringen können. Und abschließend möchte ich Ihnen einige Ergebnisse dieser Studien vorstellen. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es gibt ihn in den Sportvereinen, in den Schulen, am meisten wohl in und im Umfeld der Familie. Ob die katholische Kirche tatsächlich ein Hotspot sexuell missbraucht ist, also eine Organisation, in der besonders oft und viel sexuell missbraucht wird, das wissen wir schlichtweg nicht, da es an entsprechenden Parallelstudien fehlt. Sexueller Missbrauch von Priestern weist aber qualitativ einige Merkmale auf, die es nahelegen, von einem spezifisch katholischen Gepräge des Verbrechens zu sprechen. Denn Missbrauch im Katholischen ist durch spezifische Abhängigkeits- und Machtverhältnisse charakterisiert. Betroffene werden zu Opfern nicht obwohl, sondern weil sie katholisch sind. So hat das Martin Schmitz autobiografisch sehr eindrücklich formuliert. Die Missbrauchtäter nutzen ihre Stellung als Geistliche, um die Gottesliebe der Kinder auf sich zu lenken, diese zu funktionalisieren und zur Befriedigung ihrer eigenen Interessen und der Ausübung von Macht zu nutzen. Dieser Zusammenhang zielt in den Kern des Katholischen, denn stärker kann man die Einheit von Gottes und Nächstenliebe nicht pervertieren. Für diese Verkehrung gibt es Gründe. Erstens ist hier das besondere kirchlich-katholische Amtsverständnis zu nennen. Die Pastoralmacht des Priesters ist die Grundlage für den Missbrauch. Der Priester ist dem Laien nach katholischem Verständnis nicht nur in der Leitung der Gemeinde übergeordnet, sondern auch in seinem Wesen. Durch die Weihe erlangt er Anteil an der Vollmacht Jesu Christi und vertritt diesen in persona. Das ist die transzendent aufgeladene Grundlage von Pastoralmacht, die der missbrauchende Priester gegenüber seinen Opfern hat. Aus diesem Zusammenhang leitet sich zweitens auch das Leitungsversagen auf der Ebene der Bistümer ab. Strukturell ist es, darauf hat Klaus Großekracht schon hingewiesen, die mangelnde Rollendifferenzierung im Amt des Bischofs. Der Oberhirte tritt den Tätern sowohl als Richter, als Vorgesetzter, aber eben auch als Seelsorger, Mitbruder, gelegentlich sogar auch diese Bilder gibt es noch als geistlicher Vater gegenüber.
Diese Selbstzuschreibung ist ein Hintergrund, der uns erklären hilft, warum in vielen Fällen von sexuellem Missbrauch die bischöfliche Fürsorge groß war, sich aber vor allem auf den Täter richtete. Theologisch ist es die Vorstellung von der Heiligen Kirche als Nachfolgerin Christi und vom Priester als dessen Verkörperung. Das Weihesakrament wird selbst als Handeln Gottes verstanden, der den Priester während seiner Weihe mit einem unauslöschlichen Prägemal versieht und ganz einfach gesprochen diesen zum heiligen Mann macht. Konsequenterweise war das Verhalten der Bistumsleitung deswegen von der Maxime geprägt, trotz aller Vergehen die priesterliche Existenz des Beschuldigten aufrechtzuerhalten. Die Heilung des Zölibatsbruchs und damit die Möglichkeit des geweihten Mannes weiter Sakramente spenden zu können, das waren in vielen Fällen die eigentlichen Motivationen bischöflichen Handelns. Und insbesondere gegenüber der kleinen Gruppe der pädosexuell Fixierten unter den Tätern hatte das eine fatale Signalwirkung. Wir finden nicht gut, was du tust, lieber Mitbruder, aber im Zweifel hauen wir dich da raus. Auf diese Weise wurde die katholische Kirche zur Täterinstitution. All das spielte sich in einem diskursiven Rahmen ab, der drittens grundlegend von den Prämissen der katholischen Sexualmoral geprägt war. Im Laufe der Nachkriegsgeschichte hat sich die katholische Kirche einen Markenkern erarbeitet, nämlich die Regulierung von Sexualität. Dabei wurden nicht nur viele Formen von Sexualität als negativ markiert, sondern die körperliche Liebe lediglich, ganz grob gesprochen, zum Zweck der Fortpflanzung als angemessen erklärt. Das hatte fatale Folgen, eine will ich Ihnen nennen, weil die Norm, das was vorgegeben war und die Lebenspraxis fast aller Katholikinnen und Katholiken nicht übereinstimmten, etablierte sich eine bestimmte Form von Scham und Schweigen, wie auch ein hohes Maß von Doppelbödigkeit und Bigotterie. Ein offenes Sprechen über Sexualität ist damit nahezu ausgeschlossen. Insbesondere den Opfern sexualisierter Gewalt war es deshalb ungemein erschwert, über die ihnen angetatenen Taten zu sprechen. Und den Missbrauchstätern bot dieses Klima von Bigotterie einen wunderbaren Zusammenhang für das Begehen ihrer Taten. Dieser Zusammenhang ist auch die Grundlage dafür, dass sich Vertuschung nicht auf die Bistumsleitung beschränkt, sondern im Katholischen weit verbreitet ist, auch unter den Gläubigen selbst. In einigen Fällen waren sexuelle Missbrauchstaten offene Geheimnisse, von denen erstaunlich viele wussten, über die aber niemand sprach. Es war der Klerikalismus der Laien selbst, der Kritik an Priestern lange Zeit tabuisierte und auf diese Weise Missbrauch deckte. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Priester, ich denke, das ist damit deutlich geworden, ist viel mehr als nur ein weiteres Glied in der langen Kette von Skandalen und Verbrechen in der katholischen Kirche. Sexueller Missbrauch in diesem Sinne ist eine zentrale Anfrage an das Selbstverständnis, die pastorale Praxis und die Kommunikationskultur in der katholischen Kirche. Ich möchte mit zwei Gedanken schließen, die unsere Überlegungen noch einmal in andere Kontexte stellen. Mit Blick auf die Kirche selbst ist unsere Beschreibung gleichermaßen zu groß wie zu klein. Hinsichtlich des Klerus ist festzuhalten, dass im statistischen Mittel etwa 4 oder 5 von 100 Priestern beschuldigt wurden, sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Für 95 bzw. 96 von 100 Priestern gilt das nicht. Das ist vielleicht eine banale, aber dennoch wichtige Einschränkung des Befundes. Umgekehrt aber ist unser Blick viel zu eng. In unserer wie auch in den sonstigen Studien, die angefertigt wurden, untersuchen wir nur ein kleines Segment von sexueller oder sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche, nämlich das Segment, welches strafrechtlich und oder kirchenrechtlich relevant ist und den Missbrauch von Minderjährigen oder Schutzbefohlenen betrifft. Andere Formen des Missbrauchs haben wir nicht untersucht. Wenn beispielsweise sich ein Domkapitular an einem rangniedrigeren Seminaristen vergeht, ein Priester die Pastoralreferentin gegen deren Willen sexuell bedrängt oder es in anderen Konstellationen zur Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung gekommen ist, all diese Formen sexualisierter Gewalt tauchen in unserer Studie nicht auf. Aber auch diese Übergriffe, Vergehen und Verbrechen profitieren von den Ermöglichungsbedingungen des Katholischen. Und in dieser Hinsicht ist das Problem größer, als wir Ihnen das vorgestellt haben. Ich schließe mit einer letzten Bemerkung zum Status der Aufarbeitung. Unsere Studien leisten Aufarbeitung in einem ganz beschränkten Sinne. Mit unseren wissenschaftlichen Mitteln haben wir das Wissen um sexuellen Missbrauch und dessen Zusammenhänge erweitert, mehr aber eben auch nicht.
Unsere Studien sind keine Aufarbeitung in dem Sinne, dass innerhalb und außerhalb der Kirche Strukturen geschaffen werden, die erlittenes Unrecht nach Möglichkeit wiedergutmachen, die systemische Ursachen beseitigen und damit sexuellen Missbrauch als Phänomen eindämmen und vielleicht sogar verschwinden lassen. Das heißt ganz pointiert gesagt, wo wir als Forschende mit unserer Arbeit jetzt am Ende sind, da fängt die Aufarbeitung für die Hierarchie und die Laien in der Kirche, für die Politik, für die Gesellschaft und letztlich ganz pointiert gesagt auch für Sie, meine Damen und Herren, jetzt erst an. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und sind gespannt auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Vielen Dank an Sie fünf. Bevor wir zu Ihren Fragen und Anmerkungen kommen, möchte ich jetzt aber zunächst Martin Schmitz bitten, als Vorsitzender des Beirats diese Studie kurz einzuordnen und zu kommentieren. Herr Schmitz, bitteschön. Zunächst einmal möchte ich hier in meinem kleinen Redebeitrag mich bedanken. Bedanken bei Bischof Felix Genn, der diese Studie durch seinen Auftrag ermöglicht hat, durch den freien Zugang